Hallihallo liebe Leute, kleines Vorwort zu diesem Video. Leider war die Soundqualität doch nicht in Ordnung. Beim Test hat es sich leider noch etwas angehört. Es sind leider Störgeräusche in der Mikrofonspur. Ich konnte sie etwas minimieren. Es knistert jemals ganz leicht, wenn ich etwas sage. Also man hört es ganz nah, wenn ihr Kopfhörer anhabt, hört sich so wie ein kleiner Bass. Es ist etwas störend. Ich konnte ihn etwas rausnehmen. Ich wollte die Folge aber trotzdem hochladen, weil mir sie sehr gut gefallen hat und der Run sehr cool war. Ich hoffe, es ist im nächsten Part wieder besser. Ich kann es jetzt nicht ändern und ich möchte es gerne hochladen. Ich hoffe, ihr zeigt mir das. Aber ich denke schon, ansonsten im nächsten Part geht wieder gewohnt alles weiter. Und auch mit dem Sound sollte wieder alles richtig stimmen, weil ich glaube, der Pegel war nur etwas zu laut vom Mikrofon. Auf jeden Fall. Viel Spaß jetzt mit dem Video. Bis gleich. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Sigon26. Ihr seht schon, was ich spiele. The Binding of Isaac Rebirth. Hat aber überhaupt nichts mit dem DLC zu tun, das jetzt dann kommt. Ich habe in letzter Zeit wieder extrem Bock auf Isaac. Und jetzt mache ich ein paar Runs und ich nehme euch mit. Ich hoffe, euch gefällt es. Ihr seht, ich bin noch nicht wahnsinnig weit, ich bin erst Golden Gold, aber es reicht auch. Ich spiele es ja wirklich so zum Fun. Ich könnte mal die Statistiken sehen, echt schlecht, ist nicht gut. Ne? Ich habe auch noch lange nichts alles freigespielt. Ja, wie auch immer sein. Ich denke, ich hoffe, es passt alles mit Sound. Ich starte einen neuen Run mit Isaac. Der Winstreak habe ich. Ich hoffe, der behält so. Der bleibt so. Wir schauen mal. Gut, ich bin Isaac. Wer Isaac nicht kennt, das ist so ein Dungeon Crawler, bei dem es bis zu einem gewissen Punkt geht und wenn man stirbt, fängt man einfach wieder von vorne an. Also es wird eigentlich alles resettet. Hier haben wir direkt einen Item-Raum und hier haben wir ein Baby. Können wir rerollen? Ist jetzt nicht gerade besser, das sind nämlich, glaube ich, Kackbomben. Soweit ich was weiß, weil ich die Items kenne ich auch nicht auswendig. Muss ich auch nicht. Ein halbes Herz. Ich kenne ungefähr die schlechten Items, die ich dazu mal hatte, die ich bei uns ganz bestimmt nicht nochmals einsammeln werde. Von daher wird sich das zeigen, aber ich bin jetzt nicht. Ich habe das auch schon gemacht, als ich auf dem anderen Bildschirm. Wie soll ich sagen? So eine Art Walkthrough hatte, wo ich sah, was jedes Item konnte. Und ja, das ist einfach sehr taktisch dann irgendwie. Man schaut halt wirklich, was kommt. Nützt es mir was? Oh, die Kacke ist am Dampfen. Huch, so. Am Anfang sind wir natürlich noch sehr schwach mit unseren Tränen. Und ja, wir schießen mit Tränen, falls ihr das Spiel nicht kennt. Aber ich denke, an Isaac kommt man heutzutage nicht mehr vorbei, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also besser, man kann es schon nicht spielen, so ist es nicht, ne? Aber dass man es nicht kennen sollte. Kommst du nochmal? Hier haben wir die, ich weiß gar nicht, wie er heißt, ich habe gar nicht gelesen. Wir haben auf jeden Fall einen Scheißhaufen. Au, das war doof. Ich spiele das übrigens mit dem Xbox One Controller, sehr angenehm, wie immer. Und du warst, bis Geschichte. Komm. Danke. Und du noch. Das Herz kriegen wir zurück. Das ist, glaube ich, ein Damage-Up, oder? HP-Up. Ja, okay. Wir haben jetzt ein Geschwür im Gesicht. Ah, soll ich den doofen Haufen mitnehmen, ne? Wir haben eine Bombe für den Geheimraum, der hier sein könnte. Das sind so alles Tricks, die man immer mal wieder bekommt. Was man machen kann. Und rein zufällig auch findet. Leider nix. In den Pilzen verschenken sich manchmal Pillen oder auch ein Item. Den Magic Mushroom. Wir haben nichts mehr. Ich nehme, glaube ich, den Scheißhaufen einfach mit. Toxic Blast, ja. Es gibt, ja, wir haben hier Bomben, ne? Wir könnten den super Geheimraum suchen. Das ist ein alleinstehender Raum irgendwo am Rand. Der müsste hier sein. Ja? Dann ist er rechts. Ja, dann müsste er hier sein. Rein prinzipiell. Shop lohnt sich nicht nur mit 2 Münzen. Naja, Herzen bringen mir auch nichts. Gut, gehen wir weiter. Eine Ebene weiter runter. Das sind, glaube ich, 8 Ebenen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wenn wir diese 8 Ebenen geschafft haben, gibt es ein +1 im Winstreak und wir haben einen weiteren Run geschafft. Huch.
Die Spinnen sind doof. Eigentlich sollte ich die Spin-Spawner rechts am Rand kaputt machen. Eigentlich. Gut. Ich würde gerne den Würfelraum aufleveln bis zum Itemraum. Also ich sehe schon, wenn ich das hochladen werde, was ich vermutlich auch machen werde, weil ich echt Bock habe, mal wieder was hochzuladen. Es ist auch schon länger her, als ich nichts mehr hochgeladen habe. Och, es ist schon weg. Da war ich jetzt etwas überrascht. Gut. Würfel ist voll. Itemraum, komm. Danke. Oh nein. Komm, Spinne. Meine Itzi-Bitzi-Spinne. Danke. Eine goldene Kiste. An die ich jetzt rankomme, zuerst ein Itemraum. Oh, was sind das? Das sind diese Tränen. Das Item hatte ich als letztes. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Ja, es ist okay. Shop, wir lassen die Münze mal. Wir brauchen noch eine Münze vielleicht. Ah, das ist der Gegner war ganz schnell benommen. Das war jetzt das Item, das wir gerade aufgenommen haben. Diesen Eisenbarren, den wir jetzt in den Kopf gerammt bekommen haben. Nicht gerade nett. Und falls ihr euch fragt, wieso dass ich nicht auf schwer spiele, ich habe es bisher immer auf normal gespielt und für mich ist es eine angenehme Herausforderung. Shop, wir gehen mal rein. Gibt nicht wirklich was Interessantes, ne? Hm, wir gehen weiter. Oh, die Köpfe hier. Hi. Zuerst mal das hier. Kriegen wir noch eine Ladung aufgeladen? Finde das schön, dass ihr alle benommen seid, dann könnt ihr nicht mehr angreifen. Aber ich brauche eigentlich mal bessere Items, ne? So ein Tick bessere Items. Wäre schön. Och nö, der Haunted. Den mag ich ja überhaupt nicht. Ich könnte es eigentlich das Zeugs einfach mal laufen lassen am Anfang. Aber ich bin wohl etwas voreilig. Aber wie gesagt, ich gönn das Spiel auch. Und ich möchte eigentlich nur, dass ihr, wenn ihr das schaut, so eine Art mich begleitet. So, dich hasse ich. Ich weiß nicht wieso. Du bist nämlich gar nicht so schwer. Eigentlich. Furzt einfach ein bisschen hin und her. Machst ein bisschen Brimstone-Action. Au, ein bisschen Spuck-Action. Wir gehen auf Distanz. Das ist genau der Brimstone. Also Brimstone ist so eine Art Laserstrahl eigentlich. So ein dicker Laserstrahl. Ah. Da hätte ich fast nicht mehr ausweichen können. Ja, ist ja jetzt gut. Gut, das war's. Ein Löffel. Speed up. Irgendwie haben wir wirklich keine gescheiten Items. Wir haben 5 Bomben. Wir suchen mal noch die Geheimräume. Also der Geheimraum hier ist auf jeden Fall da. 3 Bomben. Die Items könnten besser werden. Ich wäre ganz froh. Da unten ist noch ein Raum. Ja, den machen wir jetzt auf. 3 Münzen ist okay. Vielleicht können wir dann uns mal was Schönes im Shop kaufen, obwohl das auch noch nicht so der Hammer ist. Der super Geheimraum könnte wo sein? Hier unten nicht, hier rechts könnte er sein. Wohl kaum, hier stehen Vasen rum. Wir machen mal die 3 hier hinten auf. Hier haben wir ein Trinket. Wenn wir getroffen werden, kriegen wir eine Münze. Ich denke nicht, dass er hier ist. Wahrscheinlich beim Itemraum. Ist ein Itemraum? Den habe ich ja geöffnet. Da ist ein Herz drin. Hier drin ist er wahrscheinlich auch nicht. Es gibt nur 2 Orte, wo er sein kann. Und zwar hier oben. Hier könnte er sein. Pillen. Bei diesen Pillen erfährt man den Effekt erst, wenn man sie benutzt hat. Balls of Steel gibt 2 silberne Herzen. Speed up. Sehr schön. 2 positive Pillen. Bei Walls of Steel kriegt man so 2 Herzen, das sind so provisorische Herzen. Wenn die weg sind, dann sind sie weg, ne?
Überall Haare von der Katze. Gut. Catacombs 1. So, und jetzt gerne ein Damage Up. Oder Brimstone wäre ich auch dabei. Wir sehen noch ziemlich harmlos aus eigentlich. Ich hoffe, das ändert sich jetzt dann gleich. Ansonsten wird es schwierig mit dem Rekord-Killstreak von 4, was nicht gerade Bombe ist, aber... Alter, sind meine Tränen echt so schwach? Also gut, ich weiß, dass ich kein Damage habe, aber... Komm, mach dich jetzt auf. Komm! Oh, eine Pille. Speed up. Nicht, dass wir dann zu schnell werden. Hallo, Bettler. Bei diesem können wir Geld spenden. Wenn wir Glück haben, hilft er uns. Aber nur, wenn wir Glück haben. Ich sehe gerade, wir brauchen Schlüssel. Die könnten wir sogar vom Bettler bekommen. Eventuell. Ist auch nicht gesagt, dass wir Schlüssel vom Bettler bekommen. Das ist ziemlich random eigentlich, was wir vom Bettler bekommen. Geh weg. Ich möchte den Schlüssel für die... Aua. Oh, das ist 10. 10 Münzen wert. Wieso trefft ihr mich? Ah, scheiße. Da sind meine zwei... Ich glaube, das sind Seelenherzen. Jetzt fällt mir der Name direkt mal ein. Ich glaube, jetzt sieht man, dass ich etwas schwach auf der Brust bin. Ein Seelenherz kriege ich zurück. Ist in Ordnung. Kann ich damit leben. Mache auch hier wieder die Pilze kaputt. Wieder richtig viel Geld. Der Shop würde sich echt lohnen, je nachdem, was drin ist. Oder der Bettler für ein HP-Upgrade. Das lohnt sich vielleicht auch. Das mache ich einfach mal auf. Ich brauche ein Damage-Upgrade oder eine andere Tränenart. Weil wir können nicht nur mit Tränen schießen. Das gibt auch andere Varianten. Aua! Aber ich, je nachdem, ob es mehr als einen Run wird, auf dass ich ja den nicht auf YouTube hochlade, das wird sich dann zeigen. Ich schau mal, wie es bei euch so ankommt. Ihr könnt das auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust habt. Ob ihr euch sowas anseht, weil ich persönlich schaue Isaacs Run sehr gerne an eigentlich. Nicht immer, aber zwischendurch. Weil es ist kein Run wie der andere. Es ist immer was anderes. Klar hat man schlussendlich die Grundvoraussetzung irgendwann erreicht. Also besser gesagt, so die Standardware. Ja, hat sich doch gelogt. Schlüssel herausbekommen, zwei Bomben. Oh, aufpassen, die Spinnen. Ich spiele nicht gerade. Ich spiele heute nicht so gut. Hier die Blindfische darüber. Und hier ist der Alpenraum. Weiße Pille. Health up. Das ist nicht. Ein Sack Bomben. Health up. Cool. So, noch eine Bombe. Die lassen wir. Okay. Pubertät. Ja, uns wachsen ein bisschen Haare. Ich glaube, die Pille hat gar keinen negativen Effekt. Gut, wir holen uns mal die Herzen, die hier noch rumliegen, weil wir haben ja jetzt zwei weitere Herzcontainer erhalten. Wir gehen mal zum Boss, weil die Bombensäcke brauche ich nicht unbedingt. Vielleicht gibt es auch einen Devil Deal. Das wäre auch schick. Devil Deals sind Räume, bei denen man mit dem Teufel handeln kann, der für... 2 Lebensenergie bekommen wir ein Item. Und so. Also ihr werdet es dann vielleicht noch sehen. Ich weiß nicht, wann genau diese Devil Deals erscheinen oder nicht. Ich glaube, es ist nicht ganz random bedingt, sondern je nachdem, wie man sich, glaube ich, verhält auf der Ebene. Oder ganz allgemein im Spiel, ob man die Leute tötet oder nicht. Aber ich weiß es gerade gar nicht. Ich traum. Au, au, nein, ein Treffer. Nein! Geh weg! Komm! Kein Devil Deal, nur ein HP-Upgrade, Mann! Oh, Damage-Upgrade! Ich hab's gererollt mit meinem Würfel-Item.
Auf den Würfel bin ich gar nicht eingegangen, ne? Oben links seht ihr einen Würfel. Isaac startet mit diesem Würfel. Mit dem D6. Und da kannst du jedes beliebige Item rerollen. Also man kann es eigentlich, wenn man es nicht haben will, ersetzt haben. Jetzt haben wir immerhin 3 Angriff. Ich möchte in den Shop gucken, weil... zuerst in den Shop und dann den Bettler. Das Seelenherz könnte man mitnehmen. Den Schlüssel nehme ich mit. Das Seelenherz und den Rest. Vielleicht möchte der Bettler nicht so viel Geld von uns. Dann kriegen wir noch ein HP-Upgrade. Ein Schlüssel auf jeden Fall. Das nehme ich gerne. Danke. HP-Upgrade. Gut, 7 Herzen. 8 mit dem Seelenherz. Das ist doch gar nicht so übel. Ja, für den anderen Raum gibt es so viel. Jetzt können wir noch in den Kampfraum, aber nicht für eine normale Kiste. Das nehmen wir jetzt einfach mit. Da sollten wir vermutlich keine Bombenprobleme mehr haben. Wir brauchen trotzdem noch ein bisschen bessere Items. Wir sind ziemlich schnell unterwegs, was ziemlich gut ist. Können wir gut den Trennen ausweichen. Das mit der Partlänge werde ich so handhaben, dass ich einen Run machen werde und diesen dann auch beenden oder so lange spiele, bis er zu Ende ist. Hier haben wir, ich weiß nicht, wie die Räume heißen, wir haben so eine Art Opferraum. Wenn wir hier reingehen, erhalten wir einen Schaden. Und wenn wir rausgehen, auch. Herzlich willkommen beim Devil Deal. Diese Kiste hat uns jetzt random hier reingeportet. Jetzt können wir hier Deals eingehen. Die Katze wäre interessant. Das Problem ist nur, wenn ich die Katze nehme, habe ich 9 Leben. Dafür habe ich nur noch ein Herz. Und das möchte ich jetzt eigentlich ungern verlieren. Die machen wir auch auf. Ja, ja, ist okay. Schlüssel habe ich wieder rausgeholt. Das nehme ich mit. Wir kommen sowieso nochmal zum Devil Deal in diesem Fall, weil wir jetzt in dem Devil Realm geportet worden sind. Das heißt, ich werde meinen Würfel aufladen in jedem Raum. Und dann werde ich mal, ich denke, die Items rerollen im Devil Deal. Das geht nämlich auch. Und hoffen, dass wir ein gutes Item kriegen. Weil wir brauchen unbedingt mehr Schaden und mehr Tränen. Gut. Ah, diese Würmer sind doof. Die machen nichts. Die sind total langweilig. Ach Mist. Dieses Feuer schießt. An dieses Herz kommt man nur ran, wenn man fliegen kann. Und aktuell habe ich kein Item, mit dem ich fliegen kann. Leider. Bomben und Schlüssel. Oh, und hier ist der Itemraum. Halbes Herz. Was ist das denn? Nehmen wir es mal. Splash Damage und Tears Up. Oh, cool. Das ist ein geiles Item. Lemon Party. Geil, Party. Wir haben auf den Boden gepisst. Meine Güte. Echt schlecht. Aber Splash Damage ist gut. Das gefällt mir. Es dürfen die Tränen etwas größer sein und dann wäre es noch geiler. So ist natürlich der Effekt von dem Eisen oder von, ich weiß nicht, dem Iron war richtig cool. Wir haben eine 9 Volt Batterie und eine Batterie einfach, die ladet unseren Würfel direkt ganz auf. Ich glaube, das lassen wir hier sogar noch eine Batterie. Wir können also ein paar Mal rerollen. In diesem Raum war es natürlich dieser Splash Damage von den Tränen nicht. Cool. Echt cool, mein. Jetzt hätte ich gerne den Boss. Hier ist er nicht. Ah, wo ist er? Ui. Manchmal muss man extrem aufpassen hier. Gut, das war's, der Raum. Sehr schön. Wir kriegen genügend Bomben gerade. Okidoki. Hier ist der Boss. Ein Doppelraum-Boss. Das seht ihr oben rechts auf der Minikarte schon. Ihr könnt doch mal schreiben, ob ich nicht etwas zu groß bin, eine Riesentrollbombe. Falls ich meine Facecam etwas kleiner machen müsste. Doppelmonstro. Und auch noch so ein großer dann. Ach du Schande. Hier merkt man, dass ich etwas wenig Schaden mache. Und etwas wenig.
Gegen Monstro geht's jetzt, weil Monstro ein relativ einfacher Gegner ist. Außer es ist eine Spezialform, könnte gerade auch sein. Er ist nämlich so dunkel. Das wäre Monstro Nummer 1. Monstro ist doch nicht ganz so groß jeweils. Komm schon. Devil Deal, ich möchte Devil Deal rerollen. Wir haben zu viele Herzen. Ja, Devil Deal, der Gurt, den lassen wir mal. Oh ja, das nehme ich. Das gibt Damage ab und 3 schwarze Herzen. Das heißt, wir haben jetzt die Maximum erreicht. Das ist Temporary Damage Up. Nee, der Würfel ist gut. Das ist Speed Up. Jetzt können wir nämlich die Batterie holen. Und ich weiß gar nicht, ob ich nochmal den Devil Deal rerollen soll. Ah, der Devil Deal ist weg. Range Up. Können wir eigentlich brauchen. Jetzt laufen wir mit der Sensemann mit High Heels. Shop. Wir könnten den Shop noch. Könnten wir die Shop-Items rerollen? Die schwarze Kerze. Das ist aber ein Spacebar-Item, Moba. Wir spenden mal noch ein paar Münzen. Machen wir bis 80. Gut. Haben wir noch 20 Münzen. Hier kommen wir nicht rein. Wir könnten den Würfel noch etwas aufladen für die nächste Ebene. Gut. Ja, jetzt der Schaden gefällt mir schon ziemlich gut. Geh auf, geh auf, geh auf, geh auf, geh auf. Schlüssel und eine Bombe. Wir sind relativ gut ausgestattet. Oh, ein Miniboss. Oha, was haben wir hier? Two of Diamonds, doppelte Münzen. Ding, 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 40 Münzen. Cut eingesetzt. Komm schon, geh kaputt. Geht kaputt. Danke. Ich hab das Gefühl, hier unten ist noch was. Bei 20 Minuten gäbe es beim ersten Endkampf. Ja, beim ersten Endkampf. Es gibt einige Endkämpfe hinter dem Flatpenny. Der ist, glaube ich, nicht schlecht. Ich weiß gerade nicht, was er macht. Meine Tränen sind gerade so schnell. Ist okay. Manchmal passieren Dinge in Isaac, die man einfach nicht hinterfragen muss, sondern einfach so akzeptieren soll, wie sie sind. Der Itemraum. Hier unten kann er nicht sein. Hier wird er auch nicht sein, eigentlich. Ja, lassen wir es sein. Komm, gehen wir weiter. Weitere nächste Ebene. Wir sind ja doch schon 20 Minuten dran. Es ist dunkel. Seelenherz, das ich nicht mehr aufnehmen kann. Hinterher! Oi, wir sind in mich gelaufen. Gut, das war's mit dir. Hey, wir haben den Kurs gewechselt. Gut, Schlüssel. Da oben ist ein Kampfraum mit voller Energie. Könnten wir rein? Müssen wir voller Energie haben wir? Oh, ist das dunkel! Itemraum. Was ist das denn? Safety Cap. Ne, lass mal. Oh, Double Shot. Yeah, geil. Das ist ein cooles Item. Doppelte Tränenangriff Power. Jetzt haben wir eine. Wir sind Sensemann in High Heels und Brille. Wir sind gescheit. Hier ist er. Das ist natürlich gut. Flatpenny kriegen wir dafür. Kann es sein, dass wir für jeden Raum Münzen kriegen? Okay. Die Batterie. Quicker Charger. Rerollen. Ah, es gab gar kein Tim. Scheiße. Zum Glück hat es eine Batterie. Okay, aber wir sind schon. Jetzt mit dem Double Shot gefällt es mir echt gut. Okay, Hier könnte der Geheimraum sein.
Huch. Tour of Clubs. Item Multiplier. 14 Bomben. Hier könnte durchaus einer sein. Nee. Wir vernebeln nur alles mit unserer Scheiße. Oh. Die sind schwer, die Gegner. Auch wenn sie jetzt schnell weg waren. Das sah nur so aus. Ich glaube, der Schaden, den wir momentan machen, ist echt stark. Au. Idiot. Eine rote Kiste. Nehme ich gerne. Zwei blaue Herzen, ne? Auf welcher Ebene sind wir eigentlich? Ich wusste doch, dass wir noch nicht bei Mutti sind. Oh. Hey. Gut. Perfekt. Das sind, ja, das ist okay. Glaube ich nicht so schlimm. Könnte schlimmer sein. Wir sind jetzt etwas verschmiert um den Mund rum, aber... Haben wir den Itemraum? Ja, da oben ist er. Den Job haben wir auch schon. Was war im Itemraum? Ich weiß es gar nicht mehr. Soll ich schnell gucken? Ich gehe schnell gucken. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich kann mir das immer so schlecht merken. Ist echt schlimm. Und vor allem ist der Raum so dunkel. Ist echt krass. Echt schlimm. Aber wir haben es auf jeden Fall mitgenommen. Ja, stimmt. Den Itemraum habe ich dann so kacke gemacht. Ja, genau. Irgendwie würde ich gerne den Rest sowieso noch erkunden, da wir sowieso nicht mehr zu Mom's Speedrun Raum können. Was hat mich jetzt getroffen? Ah, du warst das. Was war das? Was trifft mich da die ganze... Ah, die Suppe. Die rote Suppe auf dem Boden. Lemon Party. Wiggle Worm. Das ist ein lustiger Effekt, aber Ringworm. Hui, bringt nichts. Sieht lustig aus, aber bringt nichts. Oh, Achtung, Scheiße. Kommt nicht weiter. Kommt nicht näher. Ihr werdet sowieso drauf gehen, also kommt nicht näher. Zwei Bomben. Oh, Herz. Herz. Okay, es hat überhaupt nichts hier gehabt, ne? Das war reiner Zufall. Wir haben mega viel Schlüssel. Kriegen wir... Von wo kriegen wir die Schlüssel? Vom Penny? Hm. Karten. Strange Temperance. Ah, das ist die Herzspendemaschine. Ja. Haben wir Herzen? Ja, das ist ein halbes Herz. Das hole ich nicht. Ach komm, lass es. Envy. Okay, das sollte eigentlich gut gehen mit diesem Double Shot und dem... Ach, mit den aufsprießenden Tränen. Schubdawu. Oh, die Guillotine. Soll ich die Guillotine nehmen? Na ja, komm schon. Ui, ich weiß noch nicht genau, was mir bringt, aber... Mal gucken. Vielleicht verwirrt es mich eher als etwas anderes. Wir müssen nach rechts. Ich glaube nur, der Körper kann den Schaden nehmen, oder? Ich weiß es nicht. Naja, was wird sich zeigen. Wir gehen runter, dann wird es wieder etwas heller. Hoffentlich. Hoffentlich. Necropolis, ja, viel besser. Balls of Steel können wir gerade nicht gebrauchen. Interessanter Raum auf jeden Fall. Zwei Bomben. Joker-Karte. Ich habe das jetzt mal genommen wegen Guppy. Gut.
Irgendwie sieht es so aus, als ob das Spiel ruckelt. Aber irgendwie auch nicht. Ich glaube, das ist wegen dem drehenden Kopf. Ich hätte den drehenden Kopf besser nicht mitgenommen. Ach Gott. Guillotine hätte ich da. Was macht die 1? Ich weiß es nicht. Wir lassen es sein. Ich weiß nicht, was die 1 macht. Halt im Raum. Sehr gerne. Lemon Party. Was ist das da? Damage Resistance. The Wafer. Macht nur unser... Ich glaube, nur unser Kopf erleidet Schaden. Okay. Gut. Es sieht wirklich aus, als wäre es ruckeln. Aber ich glaube, es ruckelt wirklich nicht. Meine Güte. Gut. Nächster Raum. Mist, ich treffe die Raum. Oh, da ist der Spelunky-Helm. Den hätte ich gerne. Eigentlich. Das ist, glaube ich, kein Space-Bar-Atem. Genau, jetzt sehen wir Türen. Wir haben zwar nicht mehr unser cooles Kostüm an, aber das haben wir jetzt darunter an. Ah, hier oben ist schon einer. Guck. Die sehen wir jetzt. Das ist schön. Ah, 25 Münzen. Wie nun? Nicht. Wieso nicht? Ja, greedy. Gut, mittlerweile geht's schnell. Vision. Was ist Vision? Ich weiß es nicht. Bringt's mir was? Ah, wir sehen, glaube ich, die Karte wahrscheinlich. Dahin geht's zum Boss. Ah, gut, ich habe jetzt einen eingesetzt. Man schaut schon eher auf den Kopf, wenn wir ehrlich sind. Oh. Bam! So. Oh oh. Das war fies. Ich weiß auch nicht, was mir der Vorteil gerade. Was der Vorteil ist hier. Jetzt kommt Mutter. Gut, gut, gut. Komm, Mutti. Geh weg. Das war Mutti. Wir entscheiden uns für das Polaroid. Ich denke, wir könnten sehr gut den zweiten Endboss besiegen und den dritten. Denke ich. Wir gehen hier rein. Ah, was mache ich für ein paar scheiß doofe Münzen? Packe ich so eine... Oh, Kacke. Ja, genau. Das hätte hart kommen müssen. Zwingend. Ja, ja. Oh, nein. 4 Monstros. Ernsthaft. Ach du Kacke. Die Guillotine ist doof gewesen zum Mitnehmen. Hätte ich besser sein gelassen. Trollbombe. Danke, Trollbombe. Wieso nicht? Oh, Herd. Ach du Scheiße. So. Schnell voll drauf. Volle Möhre drauf. Gut. Aber es ist gut. Der Schaden gefällt mir echt gut. Und die Tränen eine Menge. Ach, die ist rote. Super auf dem roten Hintergrund. Ich sehe ihn jedes Mal nicht. Ist noch was? Nee. Health up. Neben mir. Nehme ich gerne. Zeig mal schnell. 4. Eigentlich sind wir nicht so krass ausgerüstet, ne? Naja. Mir gefällt's. Ich habe ja nicht... Ach du Kacke, ich bin hängen geblieben. Weiß nicht mit was, aber ich bin hängen geblieben. Vermutlich mit dem Kopf. Ich weiß nicht, auf was ich gucken muss. Echt schlimm. Wo ist noch was? Ah, da hinten ist noch so ein Typ. Gut. Weiter geht's. Wir gehen nach links. Ich frage mich echt, was mir gerade die Guillotine bringt. Ja, nehme ich doch. Nehme ich mal mit.
Das ist echt verwirrend, ich sag's euch. Ah, nö. Monstrus Zahn. Summon Monstrus. Wäre cool. Also wir haben hier ein Item, was wir hier rerollen können. Ich sehe gerade, wir können hier unten rein. Machen wir auch. Habe ich mir fast gedacht, dass du auch noch kommst. Super greedy. Okay. Die anderen Schlüssel brauchen wir eigentlich nicht, ne? Oh nein, Summons, diesen doofen Helm, der portet uns raus, sobald wir getroffen sind. Eins oder zwei Herzen verloren haben. Den kannst du gerne behalten. Gut. Bomben. Wir haben alles im Überfluss. Münzen, wir haben alles. Wir könnten auf den Bazar gehen und unser Zeug verkaufen und wir hätten noch mehr Münzen, ne? Aber ich hätte gerne noch ein paar Herzen noch mehr, weil... Ja, weil wegen ist so, ne? Mann, sieht aus, es ruckelt. Das ist ruckelt aber überhaupt nicht. Ah, mein Kopf ruckelt. Ah, hier ist noch der Supergeheimraum. Hui. Die Guillotine nehme ich nie mehr. Ah, zwei Trollbomben. Es sieht wirklich aus, als ruckelt es. Man muss halt die Dinge eben ausprobieren, ob sie gut oder schlecht sind. Und das ist jetzt schlecht. Oh. Ja, gut geht. Ach doch, geht nicht. Gut, rein zum Boss. Den hatten wir doch eben schon. Einfach ohne Spinnen. Klein und schnell. Ja, 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 ist okay. Ja, gut, gefällt mir. Oh, Krampus, dich gibt's auch noch. Wir haben jede Menge Bosse, ihr merkt es schon. Wir haben Kohle. Kohle ist, glaube ich, nicht schlecht. Sind unsere Tränen schwarz. Gut. Was die einzelnen Items genau machen, weiß ich nicht. Ich könnte ja mal gucken, ob ich so einen Item-Tracker installiert kriege, wie die Isaac-Spieler immer haben. Und diese dann im Stream laufen lassen. Wäre eine Idee. Left Hand. War, glaube ich, die Left Hand. Hallo, Bettler. Ich lass dich mal aus, wenn das okay ist. Kannst du noch ein paar Herzen mehr gebrauchen, ne? The Hanged Man! Besser, da habe ich nur den Kopf. Aber wir können fliegen jetzt! Und wir drehen uns! Hui! Hui! Was könnt ihr zu dir? Was zählt jetzt eigentlich, unser Kopf oder unser Körper? Hallo? Was zählt jetzt, unser Kopf oder unser Körper, der nicht mehr da ist? Interessante Kombination. HP ab, genau das wollte ich. Gut. Wird immer besser. Jetzt habe ich einen schwebenden Kopf, ich weiß nicht mehr, wo ich stehe. Das könnte ein guter Titel für die Folge sein. Ich weiß nicht mehr, wo ich stehe. Ich darf nicht vergessen, ich kann fliegen und ich habe einen schwebenden Kopf. Och, das war jetzt echt extrem kacke. Scheiße. Nein! Ich brauche Herzen. Diese doofe Pille. Ich hätte sie nicht nutzen sollen. Ah, Tränen. Die schießen Laser. Die Zunge. Nö. Ah, nee, 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 nee. Nein, jetzt wird es tatsächlich noch knapp, Mann. Gib mir Herzen. Fuck. Na, Arcade. Da gibt's Herzen. Vermutlich. Und ich habe noch Geld. Oh, ja, eine Arcade. Komm, gib mir Herzen. Keine Münzen. Herzen, bitte. Danke, ein halbes. Auch mehr Herzen. Das ist vermutlich nicht so der spannende Part für euch. Health down. Ja gut, da brauchen wir wenigstens ein Herz weniger, ne?
Ach, ich kann nicht laufen. Wo bin ich? Mein Körper. Da. Gib mir mehr Herzen. Alter. Was habe ich eigentlich für einen Lack mit Schlüsseln? Oh nee, das nehme ich nicht nochmal. Wir nehmen das Zeugs hier mal. Eigentlich sollte ich auf den Schatten gucken, aber den Körper gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Oh, 100 Münzen! Gibst du uns noch was? Ach, ich habe eigentlich keine Lust zum lange Spielen. Ja, danke für die 2 Münzen. Wir haben viele Münzen. Hände, gut. Gut, wir sind... Ah, hallo. Unser Körper gibt es irgendwie doch immer noch. Ach, du Schande. Oh, nee, die sind doof. Ah, schön, dass du dich gerade zeigst. Du auch, das hast du sehr gut gemacht. Herzen. Okay, Münzen. Ich darf immer noch nicht vergessen, dass ich fliegen kann. Hier habe ich mich echt nicht mehr gesehen. Auf was zielen denn meine Gegner? Auf meinen Kopf oder auf meinen Körper? Gut, das ging schnell. Oh, hier ist das Supergeheimraum. Hab ich jetzt liegen gelassen. Muss ich nochmal zurück. Ich habe ja immer noch genügend Bomben. Nehme gerade Schaden. Oh, das möchte ich gerne ersetzen. The Lovers. 2 Herzen. Nehme ich mit. Dann gehe ich rein. Das Haar weiß ich nicht, was es macht. Darum lassen wir es sein. Ich weiß es nicht. 2 Herzen. Nehme ich mit. Jetzt kommt's. Das. Ich sehe es immer als Moms Herz an, aber ich weiß es nicht. Komm, geh zugrunde. Ich weiß nicht, was Schaden nimmt, mein Körper oder nicht. Und jetzt gehen wir in den Himmel. Wenn ich getroffen habe, gehen wir in den Himmel. Ja, ich glaube, es ist die Kathedrale. Gut, weiter geht's. Ah. Sehr schön. Stirb, Gertie. Gertie. Oh, schon wieder hier. Gut. 4 Sackgassen. Auch nicht schlecht. Schon wieder. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh, viel zu viel Schaden. Ich nehme Schaden. Go, Ted. Ach, für diese Ebene bringt es... Der Goathead bringt eigentlich, dass wir in jeder Ebene einen Devil Deal kriegen. Oder einen Angel Deal. Es gibt ja noch einen Angel Deal. The Devil. Wir nehmen The Lovers mit. Glaube ich. Ja. Oh ne, Geister. Geister. Toastbrot. Nein, Geister. Ach nee. Ich denke, in diesen Raum gehen wir nicht. Das wird mich zwar reizen. Also wenn wir noch 2 Herzen finden, irgendwo gehen wir rein. Irgendwie. Ach komm, ich gehe einfach rein. Was soll der Geiz? Ich schwebe ja. Eigentlich dürfte ich nur ein Herz verlieren. Jo. Gap. Interessant. Gappis Paw. Also Gappis Pfote. So, ich habe jetzt meine Herzen aufgelöst. Dafür, dass ich 2 blaue kriegen kann. Wir können den sogar rerollen und dann kriegen wir den... Ich glaube, da kriegen wir immer noch 2 Dinge. Also kriegen wir auf der nächsten Ebene 2 Kisten und ihr werdet sehen, was von Vorteil ist. Das wäre gut. Au. Wir haben zielsuchende Augen. Wir könnten das sogar nochmal zurückgehen. Um, die restlichen Herzen noch, damit wir wieder volle haben. Ja, ich brauche eigentlich nicht mehr so viel Schlüssel. Ich sehe meinen Körper sowieso nicht. Mama mia, ich laufe die ganze Zeit an der Mü...
Das ist echt komisch, so rumzulaufen. Ich muss wohl durch den großen Raum, oder? Na, muss ich glaube ich nicht, wenn ich mir das so ansehe. Safety Pin? Wir gehen oben durch. Oben lang. Ah. Den können wir sprengen und nicht spenden. ...52 Schlüssel. So viele Schlüssel hatte ich schon ewigsten. Ich sehe mich nicht so. Okay, das ist eine schreckliche Kombi. Oh ne, Mr. Fatty. Ja, der kotzt nämlich ein bisschen auf uns. Aber ich mache relativ viel Schaden. Gefällt mir. Ah, hier hat's noch Gegner. Ah, hier hat's noch Kackhäufchen. Gut, gehen wir hier lang. Gisch. Wir besiegen jetzt Isaac gegen Isaac. Isaac wartet immer auf der obersten Ebene. Das ist gerade echt bescheuert, ich sag's euch. Mit dem schwebenden Kopf. Ich weiß nicht, was verwundbar ist. Ich weiß es nicht, ne? Aber ja, das ist... Ich glaube, der Körper... So, ich glaube, das war's direkt mit Isaac. Das war's mit Isaac. Wir gehen volles Leben holen. Hier ist noch der super Geheimraum. Mit Pillen. Lemon Party. Balls of Steel. Die müssen, glaube ich, nicht mehr hoch. Das ist nämlich auch eine Balls of... Ah, nein. Find Pills Puberty. Ich gehe... Ach Gott, jetzt bin ich erschrocken. Gut. Wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmals die roten Herzen in blau umwandeln. Ah, das war hier drin, ne? Ja, komm, das... Ah, scheiße, das habe ich ganz vergessen. Wir könnten es nochmal rerollen. Komm, wir machen's. Ach, bin ich doof. Ja, ich bin doof. Ihr habt sie schon... Ach Gott, bin ich doof. Ja, sollte reichen mit 10 Herzen. Ich hoffe... Jeder Run kann plötzlich scheiße werden. Jeder Run. Und vor allem auf der nächsten Ebene versaue ich es vielfach. Die Chest-Ebene. Die letzte und 9. Ebene. Das Schöne hier, wenn Kisten erscheinen, sind immer Items drin. Oh, aber es sind gute Items. Der Magic Rushroom. Sind wie ein Riesenkopf. X-Ray, da sehen wir durch jede Tür. Das ist ein Baby, das ist der Maggie. Und hier noch ein... Ja, sehr schön. Wir sehen nicht, wie viel Energie wir auf dieser Ebene haben. Schade. Okay. Und hier erscheinen eigentlich auf jeder Ebene Bosse. Also, es sind so Mini-Bosse. Und wenn wir Glück haben, erscheint eine Kiste. Gut, das war nix. Die Blutspur kommt jetzt von uns, dann nehmen wir keinen Schaden. Wir machen schon extrem Schaden. Na gut, jetzt ist er voll. Krass. Oh, Mr. Fatty. Das habe ich auch noch nie gesehen, dass der Wind dem meine Tränen wegpustet. Also der Furz. Eigentlich. Wir haben die zwei Reiter. Seelenherz. Oh, hier haben wir den den Mann fürs Grube, ne? Ach Gott. Trollbomben in your face. Oh, ich habe den noch erwischt. Wo auch immer.
Das ist jetzt ein einfacher Raum für diese Chest-Ebene. Naja, kann es auch geben. Sehr gut. Och, du Schande, hier haben wir den Geheimraum. Vielleicht kriegen wir noch ein Item. Okay, das war jetzt zwei Treffer, wohl einer zu viel. Weiß gar nicht, wieso, dass ich die Münzen noch einsammle, ne? Robo-Baby. Würfel. Blank Card. Bringt mir das was? Bringen wir noch eine Ladung auf? Vermutlich schon. Der ist relativ stark hier. Vor allem weiß ich nicht, wie viel Energie ich habe. World. Ja, wir sehen die World. Sehr schön. Ein dunkles Herz. Wir kriegen aber den Ding auf jeden Fall nochmal voll, was gut ist. Den Würfel kriegen wir nochmals aufgeladen. Oder? Zweimal Bomberman. Ja, ja, zweimal. Einen kriegen wir auf jeden Fall noch aufgeladen. Es gibt noch einige Räume hier. Dann rerollen wir es noch einmal. Mr. Bomb. Pillenboxen. Mal schauen, was es gibt. Puberty. Ja, ja, von mir aus. Bisschen mehr Haare oder nicht. Also, was ist jetzt für ein Item da unten drin? Card Mimic. Ah, ich kann die Lovers nochmal brauchen, oder? Ich glaube. Nehmen Sie mal mit. Ich brauche den Würfel eh nicht mehr, weil jetzt kommt der letzte Boss. Das Blue Baby. Ah. Ach Mist, ich weiß nicht, wohin schauen. Ah, Leute, meine Würfel. Das war auf jeden Fall die Karte, die ich unten hatte, kopiert. Alles gut. Ich fresse sie noch nicht mal. Komm. Das war das Blue Baby. Wir waren etwas überpowered, aber spielt halt überhaupt keine... Ich treffe die Kiste nicht. So. Das war ein schöner, erster, erfolgreicher Isaac Run. Toll. Richtig, richtig gut, ne? Sehen wir mal, dass wir uns das erste Mal diesen tollen Abspann haben. Wunderschön. Der Abspann wird nachher extrem laut wieder. Ich habe so lange nicht mehr aufgenommen. Mein Mikrofon ist staubig. The End. Ja, The End vielleicht. Wir werden sehen, ob es The End für dieses Projekt ist. Mal gucken. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch das bekannt. Dann kann ich gerne, mache ich gerne eine zweite Folge. Ich denke, eine zweite Folge wird es auch geben. Würde mich trotzdem mal interessieren, wie eure Meinung über das Projekt und über dich, ob die Facecam zu groß ist hier. Ihr seht, glaube ich, nur etwas nicht. Das ist das Trinket, das ich habe. Aber sonst seht ihr alles. So, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Euer Eagle26. Ciao zusammen.